Als vor einigen Monaten die Meldung kursierte, dass Ex-Fußball-Nationalspieler Tim Wiese Teil der WWE, also dem größten Unternehmen im Wrestling-Sport, geht, pendelte das Medienecho zwischen Vorfreude und Spott. Von extrem zu extrem also. Und seitdem ist es allerdings auch etwas ruhiger geworden um den ehemaligen Torhüter, bis vor ein paar Tagen sein Trainer Murat Demir auf seinem YouTube-Kanal ein Video postet. Darin zu sehen, Tim Wiese, wie er in einem dicken Auto protzt, eine seltsame Atemmaske trägt und durch die Weltgeschichte joggt. Ein Armutszeugnis. Und respektlos noch dazu geht es nach dem wohl berühmtesten deutschen Wrestler Herman the German. Der stand immerhin über 20 Jahre weltweit im Ring und kennt das Geschäft sehr, sehr gut. Es gehört mehr dazu, als sich 3 Kilo Gel durch die Haare zu schmieren, eine Batman-Maske aufzusetzen und cool mit einer Protzkarre übers Dorf zu fahren. Nach der Meinung von Herman the German wird Wiese dementsprechend entgegen der Aussagen seines Trainers auch keinen einzigen Kampf bestreiten können. Schon im November startet die WWE Deutschland-Tour. Mal sehen, ob Wiese dann mit Maske und Protzkarre dabei sein wird. Mehr Stories findet ihr jederzeit auf joyce.de.